Herzlich willkommen bei Lumara. Ich möchte Ihnen heute einfach eine Torte zeigen, die Sie einfach und schnell überziehen können, ohne großen Zeitaufwand. Wir haben hier eine Torte gebacken mit 5 Eier in unserem Ring, in unserem festen Ring. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie einen festen Ring haben, dass Sie verstellbare Ringe haben. Wir werden Ihnen das immer wieder erklären, immer wieder zeigen, für was man was verwendet. Ja? Und ich habe jetzt hier ein bisschen schon durchgeschnitten und habe hier einfach Früchte püriert. Wir machen nämlich eine Pfirsichtorte. Und wir haben jetzt hier Kuchenzauber mit etwas Fruchtquell angerührt und geben jetzt die Sahne drunter. Mit unserem Allzweckschaber geben wir die Sahne drunter. Wir haben jetzt Quark und Sahne auch aufgeschlagen miteinander. Und geben das Ganze jetzt einfach drunter und dann füllen wir unsere Torte. Wir können sehr schön mit unserem Teigschaber das Ganze unterheben, mit unserem Allzweckschaber, weil es einfach dann eine sehr luftige Creme wird. Das Ganze gut unterheben. Mit unseren Melaminschüsseln haben Sie immer wieder eine Schüssel, wo Sie einfach schön halten können. Und das Ganze optimal einfach dann zum Unterheben. Wir gehen jetzt einfach her, nehmen einen Teil dieser Füllung und geben sie einfach jetzt auf unseren Aschenboden. Nehmen natürlich wieder unser Profi-Werkzeug, diese Winkelpalette und streichen diese ganze Füllung hier einfach drauf. Und so füllen wir dann Boden für Boden. Da unsere Torte wäre jetzt gefüllt, wir gehen jetzt einfach her mit unserem Tortenmesserauslöser ganz an den Rand und so, dass Sie hier einfach eingehängt haben, lösen wir das Ganze jetzt einfach aus. Wir nehmen unseren Ring ab und fertig steht sie schon da. Mit unserer Spachtel gehen wir jetzt einfach außen rum und streichen das Ganze einfach ein bisschen glatt. Wir gehen jetzt einfach her, nehmen unseren 10er verstellbaren Ring und machen den etwas weiter, wie unsere Torte ist. Hier haben wir einfach unsere Sahne eingefüllt und nehmen die 10er Lochtülle her und spritzen jetzt hier einfach diesen Rand hoch. Mit Hilfe unserer Drehplatte geht es sehr, sehr schnell und ist eine sehr schöne Sache, weil es einfach sehr schnell geht. Wir haben jetzt hier den Rand hochgespritzt und dann gehen wir her, nehmen unseren Kuchen und einen Pinsel sehr, sehr wichtig ist, dass außenrum keine Brösel mehr sind. Und jetzt gehen wir her, fassen unseren Ring an, machen ihn ein bisschen weiter und stecken einfach drüber. Wir streichen jetzt einfach mit unserer Winkelpalette hier den oberen Deckel einfach zu. Wir gehen mit unserer Winkelpalette jetzt einfach noch einmal drüber, machen noch einmal einen tollen Glattstrich und nehmen dann das Ganze raus. So, wir gehen jetzt einfach her, haben das Ganze und ziehen jetzt einfach oben an. Und fertig ist unsere Torte. Außenrum, oben, alles eingestrichen, fertig. Mit unserem Tortenteiler teilen wir jetzt unsere Torten 16 Stückchen ein. Mit unserer Tulpentülle garnieren und verzieren wir jetzt unsere Torte aus. Wir haben jetzt einfach Erdbeersahnekuchenzauber durchgesiebt, damit keine Kanteln mehr drin sind. Und gehen einfach her und füllen jetzt zur Hälfte hier unseren Spritzbeutel seitlich ein. Die andere Hälfte lassen wir einfach mit weißer Sahne. Und füllen jetzt das Ganze zweifarbig ein. Natürlich ist unser Spritzbeutelständer dazu wunderbar. Eine tolle Sache
Und jetzt nehmen wir das Ganze raus und drücken einfach das Ganze nach unten. Wir setzen jetzt einfach unten unseren Beutel an und ziehen langsam hoch. Und schon haben Sie zwei farbige Tulpen. So, unsere Torte wäre jetzt fertig. Und was für Sie sehr, sehr wichtig ist, Sie sehen jetzt, dass der Zehnerring ganz, ganz wichtig ist. Sie fassen oben einfach an und ziehen das Ganze nach oben. Und was natürlich auch wichtig ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, fester Ring, verstellbare Ringe. Schauen Sie sich immer wieder unsere Videos an. Nehmen Sie zu unseren Lumara-Fachberaterinnen einfach Kontakt auf. Wir würden uns sehr freuen. Und wir möchten uns auch recht herzlich bedanken an unsere Gastgeberinnen, an unsere Kunden, an unsere Lumara-Fachberaterinnen. Und vielen herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Bleiben Sie gesund. Tschüss, ade, auf Wiedersehen. Tschüss.